ein erster Schritt zur Gewöhnung an das Geräusch kann sein, dass ihr einfach regelmäßig zum Füttern, das macht ihr eh zweimal täglich, manche sogar dreimal täglich, wenn ihr in die Küche geht oder in den Hauswirtschaftsraum, wo ihr eure Hunde füttert, macht ihr Folgendes, ihr schaltet erst das Gerät an. Je nach Hund und Empfindlichkeit nehmt zur Not anfangs Stufe 1 ein paar Tage, dann Stufe 2, dann vielleicht Stufe 3. Je nachdem, was für starke Krallen euer Hund hat, braucht ihr eben Stufe 2 bis 3 meist auf jeden Fall. Wenn ihr keinen Dremel habt und nur einen Krallenschleifer, könnt ihr es eh nur an- oder ausschalten. Ihr macht es also an, fangt an, das Futter vorzubereiten, sodass der Hund lernt, wenn dieses Geräusch ertönt, geht es danach in das Futterritual. Also nicht erst anschalten, wenn ihr den Napf hinstellt. Ich wollte jetzt nicht so einen langen Film machen über die Vorbereitung des Futters und habe jetzt einfach nur einen Napf genommen mit ein bisschen Futter drin, dass der Hund schon mal sagt, oh, ich bin in der Stimmung für Futter, macht das Ding an, legt das Ding einfach irgendwo hin und dann müsst ihr entscheiden, wie ängstlich ist euer Hund, wie weit weg müsst ihr das Gerät legen von der Futterquelle. Bei sehr ängstlichen Hunden kann es sein, dass ihr es anfangs im Flur legen müsst und erst hinterher jeden Tag näher ranholen könnt. Also es kann je nach Hund dauern, weil manche Hunde finden das Geräusch ganz schlimm. Ja, das heißt, ihr macht den Hund echt, sagt, oh, hier gibt es dein Essen, okay. Und es liegt dann immer näher am Napf, bis ihr irgendwann sagt, ja, der andere Hund will auch. So, du auch. So, dass ihr sagen könnt, so, der Hund frisst, während das Geräusch ertönt. Und wenn der Hund fertig ist mit Essen, geht das Ding wieder aus. Das ist einfach eine klassische Konditionierung. Und wie gesagt, eventuell müsst ihr die auch noch, man nennt es dann desensibilisieren, das heißt, dass ihr mit einem sehr leisen Reiz anfangt, also ihr legt es, ja, wie gesagt, das kann zwei Räume weiter sein, wenn ihr einen sehr geräuschempfindlichen Hund habt. Und dann kann es Tage dauern, bis es wirklich am Napf liegen kann und euer Hund sagt, dieses Geräusch habe ich jetzt so positiv verknüpft, dass ich zumindest keine Panik mehr davor habe. Das funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut, ihr braucht aber Geduld. Also ihr könnt nicht bei jedem Hund direkt sagen, anschalten, neben den Napf legen. Also guckt, wenn ihr mal im Nebenraum das Ding anmacht, wie reagiert mein Hund? Also wenn ich es im Nebenraum hinlege, ist ja schon, flüchtet er direkt, findet er es ganz schlimm, dann würde ich es noch einen Raum weiterlegen und eben erst auf Stufe 1 beginnen und würde dann arbeiten auf Stufe 1, bis es neben dem Napf liegt und würde dann Stufe 2 erst wieder im Nebenraum legen und dann wieder jeden Tag näher. Ja, dann dauert es vielleicht 3 Wochen, bis euer Hund mit dem angeschalteten Gerät auf voller Lautstärke essen kann daneben. Aber es wird gehen, glaubt mir das. Also das lohnt sich, diese Arbeit zu investieren. Viel Erfolg!